So. The answering machine had a message on it. Ja, aber vorher würde ich ganz gerne mal in diese Schränkchen gucken. Da liegen noch einige lustige Dinge. You've reached Annie Finn. I'm not here right now, because I'm building some nasty things that kill. So leave a message after the beep. You have one new message. Sweet Annie. Vlad here, to be a gun in your gentle care. Ah, man can dream. Sorry I couldn't be there as promised. Something's come up. Nothing to worry about, but keep an eye out for trespassers. If anything happens to you, anything comes up, just whistle, and I'll be there. You have no new messages. Okay. Und auch hier gucke ich lieber mal alle Spinte an. Denn Painkiller und Munition lauern überall. Würdest du mir noch diesen Schrank aufmachen? Machst du nicht? Okay, dann nicht. Hier vielleicht? Ja. Und ein Painkiller, immerhin. Hat sich gelohnt. Hier geht's dann weiter. So, ist hier irgendwas drin? Ja, ein weiterer Painkiller, wunderbar. Und ein Tresor. Einmal Shotgun, aber was ganz witzig ist, ja, nicht mal eine Shotgun. Aber bekommen wir nicht irgendwo eine Shotgun hier? Ich meine ja. Enough chit chat. Finish her. Wait, the mob guys attacked us. I have no beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. What do you want? We can. NYPD, drop them. Hat das immer funktioniert? Finish her! Oh God, no! Like all the bad things in my life, it started with the death of a woman. I couldn't save her. After him! Don't let him get away! You're dead! Oh, 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 oh! Coward! War ich zu langsam? Aber die Gott sei Dank noch langsamer. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Ingram bekommen, die will ich aber erstmal nicht haben. Und sie kriegen Verstärkung. Kann man hier irgendwas machen? Kann sie Sicherheitskamera draußen angucken. Und wir sehen auch schon, da gibt es zwei, also da steht gerade zwei Transporter rum vor unserem Auto von der Squeaky Cleaning Company. Das heißt, sie hat tatsächlich Verstärkung bekommen. Und hier, ach ja, hier haben wir unsere Schrotflinte herbekommen. Die welche wir jetzt erstmal noch nicht nutzen, die abgesägte Schrotflinte. Oh, da ist ja jemand. Kommt der denn her, bitte? Okay. Die kommen etwas unerwartet. Hinter mich aber fast nicht am rauskommen. So. Und wieder einmal müssen wir fliehen. Verstecken wir uns hinter diesen wunderschönen Kartons. Zwei Leute sind da. Einer versteckt sich auch hinter dem Regal und ein dritter kommt hinzu. Schön. Den dritten legen wir gleich mal. Den zweiten auch. Und den dritten gleich mit. Okay. Lief besser als erwartet. Und jetzt haben wir eine richtige Schrotflinte. Eine Pump-Action-Shotgun. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Nein. Weiter geht's. Come on. Come on. Ja, flieh nur. Hey! Mona. Unsere Mona? Liebste. Max, we gotta start meeting like this. Ja, das sollten wir tun. Mona. Oder sollten wir lassen vor allem. Okay, wir haben 9mm Ammunition, haben wir sozusagen voll, Munition haben wir voll. Ich werde kurz mal versuchen mit F5. Ja, tatsächlich, mit F5 speichern wir noch. Wunderbar. Quick Save. Eine wichtige Funktion. Und irgendwer will auf uns schießen. Ah ja, da ist. Hoppala. Naja, nehmen wir doch den Fahrstuhl, würde ich sagen. If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can reanimate you without a warning. Ja, ich glaube, mit diesen Kisten sind wir etwas sicherer, zumindest bei den ersten Kugeln. Die da vielleicht ankommen werden. Links ist niemand, rechts bisher auch niemand. Ja, sie rennen weg, aber wir dürfen ein bisschen daran hindern, auf jeden Fall.
Hier ist der erste mit seiner Pump-Action-Shotgun. Und hier geht's mal richtig ab jetzt. Der ist weg. Der ist er nicht, verdammt. Und stirb bitte mal auf. Ja, hier müssen wir viel einstecken. Aber wir müssen die Leute daran hindern zu fliehen. Das ist ganz wichtig. Irgendwann haben sie sogar einen Mord begangen und wollten noch uns töten. Verdammt nochmal, ich treffe die nicht richtig. Also nicht gut genug. Der eine ist tot, der andere leider nicht. Verdammter Mist. Ja, ja, super. Hab ich doch gerechnet. Ich nehme mal kurz meine verbliebenen beiden Painkiller. Um wenigstens auch eine Chance zu haben und raus mit uns. Mist! Einer ist entkommen. Max! Oh! Frau Winterson! You alright? Detective Winterson, Entschuldigung. I'm okay, damn it. Hey, we're working together on this. You got sloppy, Payne. You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed the moment those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. Two, the Mafia. And three, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide, Sebastian Gate. It's gonna be all over the news. The senator? Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Bravura knew it too. We got lucky. There's an eyewitness. She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. I didn't tell him I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. The computer search on the squeaky cleaning company in Kaufman had come up empty. Part 1, immer noch The Darkest Inside, Chapter 2, A Criminal Mastermind. I needed to talk to Vlad, get his version. Be the bearer of bad news on Annie Finn. Vlad had bought the old Ragnarok nightclub. He was renovating it into a trendy restaurant, Vodka. Mona's appearance had triggered a dislocation, schizophrenia. I felt elation, but with it, fear that all the past evils had come along for the ride. Vlad! Max! 911! Bad guys with big guns! They've got me pinned down at the entrance hall! Could use some help! Could use it now! I had to find another way to reach Vlad. No time to call backup. My case had a life of its own. I got in through the back door. Ja, memories unsere of my previous visit here lurked in the shadows. Ja. A musty smell under the coat of new paint. Ich sollte aufhören zu reden, bis Max fertig ist. Allow me to present Max Payne, New York's finest, with the biggest mobster body count ever. Dearest guests, prepare to die. Max, I'd love to come and welcome you, but I'm busy dodging bullets and hiding under a desk anymore. They want war? We'll kill them. Right, Fats? They got what's coming to them. Now we just need to find a motherfucker hiding behind the microphone and shut him up. Yeah, pull his plug. What was he going on about anyway? Don't ask. Who's there? Yeah, I'm there. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, der einzige oder die einzige Verbindung, die wir
haben zu unserem Fall ist Vlad. Und Vlad besuchen wir gerade in seinem eigenen Club. Dummerweise wird der angegriffen, sodass wir Vlad rennen müssen. Ja. Dann hören wir nochmal zu, was der zu sagen hat oder sie zu sagen hat. Vlad was a perfect gentleman, reassuring his girlfriend, someone other than Annie. Auf jeden Fall ist er ein wunderbarer Gentleman. Immerhin, er befindet sich gerade ein Feuergefecht, wird mit irgendwelchen schweren Waffen angegriffen. Aber er sagt, beruhig dich, Baby. Max Payne ist hier, der wird mir schon den Arsch retten, das ist alles wunderbar. Und dieses Poster ist ganz großartig, das kann man sich übrigens wunderbar merken. Ein wunderbares Kostüm mit einem Baseballschläger, das wird später auch noch eine Rolle spielen. Das ist ein schöner Hinweis auf später. Kann man hier schon was machen eigentlich? Shut up and stay alive, I'm coming. Ja, come on. You heard him. He's coming for you. Oh. Max, these wise guys are really lousy shots. You should have no trouble taking them. Das höre ich doch gerne. Apropos, ich kann wieder speichern. So, und rein mit uns. Er scheint kein ganz so schlimmer Schütze zu sein. Hey, you're Max Payne. Yep. Afraid so. Max, I'm Mike, Vladimir's friend. You are the sheriff. How about making me your deputy? Let's go bail out your boss before he talks us all to death. Let's ride. Ja, gut, dann haben wir es praktisch einen Verbündeten. Wie günstig. Ein Verbündeten mit einem Sturmgewehr ist immer gut. Ah, die leben schon nicht mehr. They asked for it. Just follow the trail. Ja. Da hat er kaum schon ganze Arbeit geleistet, offensichtlich. Tone it down. Just take everything. Leave them nothing. Hey, be on the lookout. The Russians are sneaky bastards. That's more like it. Zack, 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 zack. Winterson would have found a way to do this nice, neat and clean. Logic told me backup should be on its way. Someone must have heard the gunfire. Ja, das hoffe ich doch. Logic was such a liar. So. The whole set for a tooth. The only way to do it. Hey, Chip, one of ours, we go dental on him. Hey, what can you do? Vinny's the boss. Half of the time, he's too busy playing with his toys. Gun business is our business. Ours. I don't care who says otherwise. We're in the gun business. Right. What can you do? Ja, Winnie ist der Boss. Winnie Cognitti, kennen wir den nicht schon aus dem ersten Teil? Ich würde sagen, ja. Hoppala. Zeigen wir uns trotzdem mal. Kommt mal dummerweise nicht rein. We'll get there. Up the stairs. Ja, dann folgen wir ihm mal. Er weiß, wo es hier lang geht. Nochmal Zwischenspeicher, weil das ist eine etwas gefährlichere Szene, soweit ich weiß. Und andere Waffen nehmen. Ach, der Cowboy ist wunderbar. Der regelt relativ viel für uns. Hoppala. Leider nicht alles. Aber die werden wir auch schon fertig. Der Cowboy schießt auch die unteren Leute weg. Wunderbar. It was fun for a moment there. But my gun doesn't have unlimited ammo. If you can, hurry. Ja, ist ja gut. So. Wir helfen dir schon noch. Ach, der Cowboy ist hier schon unterwegs. Wie günstig. Der ist schon vorgelaufen. Mein Gott, wir müssen ein bisschen Schritt halten. Helfen wir ihm am besten mal. Nicht, dass er irgendwie Probleme bekommt. Ja, beruhige dich. Wir kommen ja schon. Vlad wouldn't be able to hold on much longer, if it wasn't too late already. Oh, ich habe die Ingrams ausgewählt. Upsala. Egal, jetzt können wir ein bisschen hier lang gehen. Na, 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 na. Aua, aua, aua. Ja. Doch da. So, erstmal ganz in Ruhe nachladen.
Nochmal ein Painkiller nehmen. Nochmal zwischenspeichern. Wo ist der Cowboy eigentlich hin? Ist der jetzt schon tot? Ich hoffe nicht. Ich sehe ihn jetzt zumindest nirgendwo liegen. Das da oben bist du, glaube ich, nicht. Vielleicht bist du ja schon vorgerannt. Oh, 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 oh. Coward! Ich bin kein Feigling. Du sitzt da und kämpfst mit einem Sturmgewehr. Was ist das denn bitte für ein feiges Verhalten? Ah, ne, der Shotgun war es. Okay, auch in Ordnung. Und drei Painkiller. Mein Gott, wir kriegen ja viel zu viele Painkiller bei diesem einfachen Schwierigkeitsgrad. Uiuiuiui. Na gut, gehen wir mal rein. Was soll schon passieren? Und schöne Deckung. Immer schön Deckung bleiben. Deckung ist hier ganz wichtig. Wo sind sie denn? Mir sitzt einer so nach unten. Da ist er doch. Na, guck mal her. Weißt du was? Ich komme einfach entgegen. Und da hinten kommt... Oh mein Gott. Ich hoffe, wir überleben das jetzt alles mal. So, einmal du. Ich auch noch ein bisschen. Na, 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 na. Wir wollen nicht unhöflich werden. Tja, und so kann ich die Painkiller auch gleich ganz wunderbar zum Anlass nehmen, um mich gleich ein bisschen wieder zu heilen. Komme ich gleich ein bisschen hoch. Das wäre schön. Ja, komme ich. Und da oben habe ich noch Munition vergessen. Die ich aber nicht einfach so liegen lassen will. Mein Gott, was steuere ich hier für ein Mist zurecht? So. Nochmal zwei Painkiller geschnappt. Wir werden es brauchen. Hopp runter. Ist hinten noch irgendwas? Nein. Ich glaube nicht. Gut, dann mal weiter. Nach einem kleinen Zwischenspeicherstand. So, jetzt. Uiuiuiui. Hier scheint ja einiges los zu sein. Und schon bin ich tot. Gut, drück mal direkt F9. Und machen das Ganze nochmal. Und hopp rein mit uns. Der ist tot. Der ist auch tot. Und wir sind in Deckung. Das ist auch schon mal was. Dann, ja, wie machen wir das denn? Erst ein Painkiller, dann den umbringen. Ja, umbringen nicht, aber nächstes Mal anschießen. Komm, 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 komm. Der hängt da oben irgendwie fest. Das ist okay für mich. So. Nummer 1. Da muss ein anderer. Dahinter habe ich gerade ein Köpfchen gesehen. Der kommt noch raus. Oben sind auch keine. Noch nicht zumindest. Jetzt hier mitgeben vielleicht. Nein. Ah, da kommt schon andere raus. Haben wir eine Granate oder sowas? Ja, wir haben eine Granate und die wirft man, glaube ich, mit G oder so. Nein, wirft man nicht. Ja, da habe ich es vergessen. Hallo? Ach, da bist du. Na komm, du kommst bestimmt gleich raus. Da bist du. Ach, genau. So geht das auch. Wunderbar. Kommen andere? Ja, da oben kommen noch andere. Natürlich kommen da oben andere. Und auch brav runtergesprungen. Zwar genau zum selben Punkt. Auf demselben Punkt wie der andere auch schon. Kommt der andere auch da runter? Ja, kommt da. Wie schön. Und zwar mit gezogenen Waffen. Feuernd. Der andere kommt da hoch. Okay. Daher. Bring er gleich da um. Okay, da oben ist irgendwer. Gehen wir nochmal nachsehen. Ach, da. Na komm. Nummer 1. Oh, Nummer 1 ist gleich tot. Unangenehm. Müssen wir eine andere Waffe nehmen. Ach, warte, das ist die Diegel auch. Na gut, die Kasche haben wir auch noch. Wie günstig. Noch 4 Schüsse. Ja, nicht gerade lang durchhalten damit. Aber ein Grün ist da weit weg. Wunderbar. So. Vlad ist gerettet. Zumindest ist ein Großteil des Mobs jetzt erledigt. Winnie Cognitti, ja. You are not even trying.
Hang on, Vlad. Max! I'm coming. Oh, no, Pain. Not him. Fuck, fuck, fuck! What are you waiting for? Circle around and kill him! Kill the cop! Versuch's doch. Oh, in der Kiste ist es unangenehm. Na, verdammter Mist! Uiuiuiui, von hinten also. Wie feige. Na, der erste habe ich erwischt. Der zweite auch nicht. Aber jetzt, wunderbar. Nochmal zwischenspeichern. Und auf zu Vlad. Vlad, ich komme. Besser nicht. Vinny Gagnetti, a criminal mastermind? He is wiping out everyone he sees as competition on the black market gun trade. The mafia underboss has made a deal with someone powerful. What was it you did for a living again? Scout's honor, detective. I have mended my ways, evolved to a higher level. Vodka will be the best restaurant in the city. I'll be rich and famous. Annie was a princess. They killed her for no reason. You hurt your hand just now? A hot date yesterday. Can I tempt you? Let's pretend I'm on duty. Ja, Chapter 3, The Depths of My Brain. Home, sweet home. Something in the night felt like a door had been opened. An echo of the past. An old monster snapping its eyes open in the depths of my brain. Closing your eyes forces you to look at the darkness inside. And now, address unknown. I hadn't slept in a long time. When I did, my dreams were nightmares. I was trapped in a nightmare. My evil double had taken my girlfriend. In a nightmare, every choice you make is a wrong one. Following him, I had somehow slipped into a twisted, alternate reality. Noir York City. I would wake up at night, afraid that day was a dream I'd forget. My double was John Mira. He was the devil incarnate, a fallen angel. The first of fallen angels? He was a serial killer. He had framed me for his murders. I was hiding in a cheap motel. One night, I woke to a knock at my door. Ja, und mit diesem wunderbaren Level, einem weiteren Psycho-Level, jetzt eine ganz andere Art von Psycho-Level, mache ich kurz einen Schnitt. Moment, lass mal den Fernseher ausmachen. Geht nicht, dann lassen wir es so sein. Gut, bis gleich.